So, hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Simon the Sorcerer. In der letzten Folge haben wir Rapunzel bekommen. Komm, wir klettern jetzt mal wieder. Da muss ich das Haar benutzen, um da runter zu klettern? Anscheinend ja. Und ihr wisst, was Schweine sehr gerne suchen. Richtig, Trüffel. Und wir haben schon mal irgendwo Trüffel gesehen. Weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Aber es gab dieses eine Haus mit der Trüffeltür, wo wir jetzt... Moment, einmal auf die Karte und zurück ins Dorf, das wir jetzt besuchen können. Das war doch hier, oder? Nein, hier war es nicht. Gut, dass wir das geklärt haben. Nein, hier links und dann nochmal links, oder? Ich glaube, hier zweimal links. Ach, meine Orientierung. Wieder on point. On point. So, ich kann mir dafür keine Verwendung vorstellen. Ich kann mir eine Verwendung vorstellen. Los, Rapunzel. Friss. Fass. Trüffelschwein. Wer kam auf die Idee mit der Schokoladentrüffeltür? Es ist so absurd, dass es wieder lustig ist. Auf jeden Fall können wir jetzt rein ins Haus. Und hier haben wir einen... Schauen wir uns erstmal ein bisschen um den Tisch. Es ist alles gedeckt und bereit zum Tee. Schön. Ofen. Du sollst ihn anschauen. Wie Oma einen hatte. Na, schön. Eine Imkerpfeife haben wir da. Hier müsste doch irgendwo auch genau ein Imkerhut. Die schnappen wir uns, denn wir haben vor der Tür gesehen. Zack. Und die Pfeife. Wir haben vor der Tür gesehen, da gab es einen Bienenstock. Sieht sehr gemütlich aus. Dann leg mich mal rein. Ich habe keine Zeit zum Faulenzen. Das ist das erste Mal, dass ich das von Simon höre. Ich bin positiv von deiner Moral überrascht. Nein, raus. Nicht in der kaputten Tür stehen bleiben. Und dann benutzen wir die Pfeife mit dem Bienenstock. Ich habe nichts, um das Benzin anzuzünden. Moment. Kann ich? Das geht doch so nicht. Moment, die Imkerpfeife mit dem Ofen kann ich nicht anzünden. Mist. Dann stehe ich jetzt gerade auf dem Schlauch. Dann funktioniert das wohl noch nicht. Jetzt muss ich ganz kurz... Jetzt bin ich gerade überlegen, was habe ich falsch gemacht? Auf jeden Fall müssen wir von der Trollbrücke aus... Da gab es da nicht da hinten auch noch? Entschuldigung. Oh, das hat mich jetzt gerade... Das kam unerwartet. Ich bin weder erkältet, noch kam da irgendwie gerade Licht oder so. So, jetzt muss ich ganz kurz... Wo ging es denn? Boah, ich glaube, ich muss gleich nochmal niesen. Uncool. Okay, mit dem kann ich tatsächlich gar nichts machen. Es gab doch irgendwo noch eine Kreuzung, wo ich noch nicht lang gegangen bin. Also, es gab eine rechts von der Trollbrücke, das weiß ich. Aber gab es nicht oben noch eine? Wenn wir ganz kurz die Karte nochmal angucken. Irgendwie verpasse ich gerade konsequent einen Ort, den ich suche. Na gut. Wir werden es schon finden. Wir kriegen mal alles hin, ne? Mache ich mir überhaupt keine Sorgen. So groß ist die Welt ja jetzt auch wieder nicht. Dann gehen wir doch einmal rüber über die Trollbrücke.
Wenn wir hier nach unten gehen, wo kommen wir denn da raus? Sind wir hier nicht gerade lang? Und oben? Herr Daru wurde verwirrt. Aber schön ist das hier auch, ne? Ich liebe diesen Pixel-Stil. Gerade, hallo, Simon. Raus aus der Karte. Ah, hier war der Dorfdepp. Dann ist es unterhalb von hier. Nein, das war denn... Hier war hier der Turm? Nee, da war die Schlucht. Hier war die Schlucht, genau. Und hier war der Turm? Sorry, ich muss gerade noch mal ein bisschen für Orientierung sorgen. Ja, genau, sehr gut. Dann haben wir das. Dann gehen wir als nächstes hier runter. Ich glaube, hier war die große Kreuzung, oder? Nein, oh, was bist du? Kann ich dich... Nein, die ist einfach nur Deko. Simon, raus aus der Karte. Wo war denn die große Kreuzung, Mann? Bin ich blöd? Benutze diese Karte, ja, um schnell... Es war doch... Irgendwo war doch so eine riesige Kreuzung, wo es so fünf... verschiedene Wege gab und wir sind nur einen lang. Wo war die denn? Wir müssen die doch irgendwo finden. Da geht's wieder im Kreis. Das heißt, es da drüben ist auch nur so ein Rundgang. Dann war das doch auf der Seite von der Trollbrücke. War das oben oder unten? Was ist denn das für ein Lärm? Ah. Kannst du mal bitte still sein? Tut mir leid, Alter. Ich kann dich nicht hören. Jetzt hör doch mal kurz auf. Ich bitte um Verzeihung. Danke. Wie kann ich dir helfen? Richtig, an den erinnere ich mich auch. Ich glaube nicht, dass du das kannst. Du wirst nur erstmal das Atmen einstellen. Was zur Hölle ist das? Was zur Hölle ist das? Dieses Ding ist ein Sausophon. Das ist ein Musikinstrument. Willst du mich verkackeiern? Wie meinst du das? Was ich gehört habe, klang nicht nach Musik. Ich verstehe, alter Junge. Guten Tag noch. Hier bleibe ich keine Sekunde länger. Gut. Wir haben aber... etwas, was wir dagegen tun können, tatsächlich. Hier nicht. Eine Wassermelone. Und Simon ist Hobby-Rugby-Spieler. 36, 24, 38, Peng! Oh, verflucht! Er ist kaputt. Das ist ein Glückstag. Ich besitze zufälligerweise eine Reparaturwerkstatt für Musikinstrumente. Ich mache es dir blitzschnell wieder einsatzbereit. Wirklich? Sicher. Gib mir nur eine Stunde für dein kostbares Stück. Und einfach in den Hut. Und einfach in den Hut. Ja, ich vertraue auch Leuten in Zaubererkostümen auf der Straße, die... mir sagen, sie reparieren mein Instrument, mein Sausophon. Hier ist die Kreuzung. Ja, ich habe sie gefunden. Ich habe sie gefunden. So, ich will ganz kurz alle Wege abgehen. Ah, hier ist das, genau. Also, ihr wisst nicht, was es ist, aber ich weiß es. Wo kommen wir hier raus? Ganz kurz, nur zum Orientieren. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir gerade sind. Das sind ja alles sehr
Simon. Leere Maps. Ah, hier ist der Steintisch, wo wir ganz am Anfang her sind. Hier sind wir heruntergekommen. Ein Steintisch, der zum Opfern von rasierten Löwen verwendet wird. So, hier gibt's aber auch sonst erstmal nix. Na, wer hat die Anspielung mit dem Steintisch? Wie cool! Habt ihr das gesehen, wie der gerade eben die Maus gefangen hat? Mega cooles Detail. Wer hat die Anspielung mit dem Steintisch verstanden? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. So, nach unten war... Moment. Also da können wir auch nach hinten gehen. Ich glaube, hier sind wir, wo ich hin wollte. Moment, nee, hier kommen wir hier raus? Nee, da wollte ich auch nicht hin. Dann sind wir hier, wo ich hin wollte. Nein. Jetzt bin ich gerade ganz verwirrt. Jetzt ist gerade aus mit meiner Orientierung. Nice. Kriegen wir wenigstens... Okay, dann gehen wir zuerst hier oben lang. Kriegen wir wenigstens neue Wegweiserpunkte auf der Karte? Nur um es ganz kurz... Nein, natürlich nicht. Ist einfach nur Wald. So, hier haben wir... Was sagt denn... Schau das Schild an. Da steht... Vorsicht, paläontologische Ausgrabungen. Da gräbt eine merkwürdige Person herum. Hallo, ist da unten jemand? Hier ist sonst niemand außer mir. Haben Sie eine Genehmigung, mein Herr? Haben Sie eine Genehmigung, mein Herr? Genehmigung? Wissen Sie nicht, wen Sie vor sich haben? Willkommen in Deutschland. Sind Sie ein Pirat, der nach Schätzen buddelt? Sie reparieren eine kaputte Gasleitung. Sind Sie ein Pirat, der nach Schätzen buddelt? Nein. Ich bin der berühmte Dr. Henry Jones. Ah, der berühmte... Wer? Sie können mich nicht täuschen, Sie sind ein Paläontologe, stimmt's? Der berühmte... Wer? Spießer. Ich bin der bekannteste Paläontologe der Welt. Ich suche nach der Verbindung zwischen Mensch und Gemüse. Mein Name ist Simon, nicht Uli Stein. Sie meinen Helmut Kohl. Sie meinen Helmut Kohl? Nein, ich meine Fossilien, mein Junge. Sie sind der Schlüssel zu diesem Geheimnis. Du hast nicht zufällig welche herumliegen sehen? Nein. Sag mir, falls du welche siehst. Okay. Bitte geh jetzt. Ich habe gerade eine neue, vielversprechende Gesteinsader entdeckt. Ich sehe schon, dass ich hier nicht erwünscht bin. Das Spiel ist so doof. Ja, wir sind hier. Okay. Hier gab es aber auch irgendwo... Moment. Stein. Den müssen wir, glaube ich, anschauen. Das ist ein Stein. Dann oh, sieh nur. Da steht was drauf. Dann schauen wir uns doch mal da den Stein an. Da ist das Wort Bier drauf gekritzelt. Das ist mein Stein. Das Wort Bier, sehr schön. Ich ganz kurz nochmal... Okay. Da kommen wir wieder in den Wald. Hier oben. Ah, kommen wir... Guck mal, das sieht doch auch wieder aus, als ob wir damit reden könnten. Sieht so aus, als ob da... Okay, können wir nicht. Als ob da Termiten drin wären. Aber anscheinend nicht. Gut, dann können wir jetzt aber wieder viel machen in der nächsten Folge, jetzt, wo ich hierher gefunden habe. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben, da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.